Komm schon, komm schon. Oh mein Gott! Schon wieder negativ. Wo bekommt man den Schwangerschaftstest mit Soundeffekten? Im Scherzartikelladen. Da kaufe ich auch meine Kondome. Was? Du benutzt Kondome, während wir versuchen, schwanger zu werden? Das sind Scherzkondome. Die haben ein großes Loch vorne. Ich benutze sie nur wegen dem Gefühl. Und es kitzelt so schön. Du bist doof. Ich freue mich auf ein dickes, doofes Baby von dir. Ich will auch ein Baby von dir, Babe. Hey, seid ihr da drinnen bald fertig? Raus, raus, raus! Ich war bei Taco King, das kannst du nicht in mein Glas machen. Das tut mir so leid, mein Schatz. Ihr wünscht es euch so sehr, ich weiß. Ich kapier das nicht. Ich ernähre mich richtig, nehme die Vitamine, mach meine Übungen. Ich habe ein Schmetterlingsnetz gekauft, um das Baby aufzufangen, wenn es rausflutscht. Und wir haben es in allen möglichen Stellungen versucht. Die Brezelspinne, das Butterfass, die stehende Schubkarre. Meine Lieblingsstellung ist Nachtisch als Vorspeise. Dafür schlage ich die Eier steif und dann machen wir es ganz traditionell. Von hinten. Also macht ihr irgendwas falsch. Ich habe Francine gleich beim ersten Mal geschwängert. Peng, peng, Braten in der Röhre. Hey Leute, was geht? Mir ist total langweilig. Und wenn ich euch so sehe, ist mir noch langweiliger. Gott, in diesem Haus langweilt man sich zu Tode. Also, was geht? Haley und Jeff wollen schwanger werden, doch es klappt nicht. Oh, das ist nicht langweilig. Dazu fällt mir ein richtiger Knaller ein. Haley kann nämlich gar nicht schwanger werden, denn Jeff ist ein Alien. Boom! Moment, was? Jeff lebt im Körper eines Aliens, seit er aus dem Weltraum zurück ist. Menschlich an ihm ist nur noch sein Gehirn. Oh, ja, das würde natürlich auch erklären, wieso meine Pippi heller ist als sonst. Und wieso ich seit einem Jahr nicht schlafen kann und das auch gar nicht will. Ja, genau, das erklärt alles. Habe ich was ausgelassen, Stan? Du hast das gewusst? Ja, ich bin nur unglaublich kompetent darin, Geheimnisse für mich zu behalten. Wieso hast du es mir nicht erzählt? Auch das ist ein Geheimnis. Ich weiß, wir sollten nichts verraten, Stan, aber mir ist so langweilig. Wisst ihr noch in Disney World, in Fluch der Karibik, wo ich mich so gelangweilt habe, dass ich diese fette Frau ertränken wollte? Was? Ihr wart ohne mich bei Disney World? Ein Freund von mir arbeitet dort als Pluto. Der hätte euch Ananascreme zum halben Preis besorgen können, ihr Idioten. Das ist nur anderthalb Stunden von Disney World weg. Und er kann mir auch günstige Karten für das Sommer-Eishockey besorgen. So was gibt's hier bei uns überhaupt nicht. Fresse halten, Klaus! Und ich hab noch einen Kumpel in Jacksonville. Ich fass es nicht. Ich hab Sex mit einem Alien. Ich bin mit einem Alien verheiratet. Da ist doch aber nichts dabei, Haley. Eine Menge Leute haben Sex mit Aliens. Lois Lane, die Frau von Marvin, der Marsmensch. Im Prinzip jeder Handwerker, der schon mal hier war. Aber ich fühle mich nicht wie ein Alien, sondern wie immer. Das liegt an deinem verblödeten menschlichen Gehirn. Hey, ich liebe dein verblödetes menschliches Gehirn. Und dass du ein Alien bist, ist mir egal. Ich bin liberal. Aber ich... Ich hätte so gern ein Kind mit dir. Du könntest ein Baby bekommen, dafür müsste Jeff wieder ein Mensch werden. Aber das ist unmöglich. Es sei denn, ihr gebt einem gebärenden Alien während seines Temperaturzyklus Jeffs Gehirn. Dann kann Jeff als Mensch wiedergeboren werden. Aber ihr müsstet einen gebärenden Alien erstmal finden. Ich stehe dafür nicht zur Verfügung. Puh, heiß hier drin, oder? Ich habe gerade meinen Temperaturzyklus. Jedenfalls ist es unmöglich. So ein Pech, ich muss los, mir ist langweilig. Mein Kumpel in Jacksonville heißt Leroy. Der jobbt in einer Bar, die heißt Buffalo Wild Wings. Er hat gesagt, wenn wir ihn besuchen, dann können wir vielleicht mit allen Kellnern zusammen Party machen. Und dann...